Mahlzeit, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf dem Gnadental. Und zwar, oder im Gnadental? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir noch richtig kräftig, heftig in der Hülseernte. Wir hauen Stroh raus, bis die Heide kracht. Wir kriegen hier haufenweise Getreide aus dem kompletten Feld. Das ist der Hammer. Also unfassbar viel. Wir können das richtig schön zu Geld machen, wenn dann der Verkaufspreis dementsprechend hoch ist. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf, weil Geld brauchen wir viel. Ja, Kredit wäre natürlich einfach. Wir könnten auch die Oma fragen, ne, ob die uns da so ein, ne, ihr wisst schon, so ein spendables Schild wäre natürlich auch nicht schlecht. Produktion, Generatoren, ne, so was hier. Kannst du halt, ne, Geld vom Staat beantragen, aber selbst ist der Mann, selbstständig ist der Bauer. Deswegen werden wir hier keine staatliche Hilfe in Anspruch nehmen, sondern wir werden uns jeden Schritt hart erarbeiten. So ist auf jeden Fall der Plan. Ob das am Ende wirklich so wird, werden wir sehen. Der Schlüssel ist wahrscheinlich die schlaue und kluge Investition direkt am Anfang. Wir haben die komplette Technik, um klarzukommen. Ist schon mal gut. Ne? Wir haben jetzt auch den Vorteil, dass wir Stroh aus jeder Frucht rauskriegen, was finanziell unfassbar von Vorteil ist. Und, na, die Felder werden auch größer. Ne? Hier drüben ist noch Soja, was bald erntereif ist. Hier liegen haufenweise Ballen. Also könnte was werden. Wir haben aber noch sehr, sehr viel zu tun. Guck mal, alles, was orange ist, müssen wir heute noch wegdröschen hier. Na, also der Dröschkasten, der muss noch ein bisschen arbeiten. Dann hat er 2-3 Monate Pause, weil die Sojabohnen sind im Oktober. Dann können wir im September immer Bestandsaufnahme machen. Und im Oktober jetzt dann auf diesem Feld weiter. Dann sind wir mit der Ernte durch. Dann müssen wir mal schauen, weil wir haben Hirse im Januar. Höchstkonjunktur. Ja, die Sojabohnen, die müssten eigentlich gerade am Start sein. 1,4, nee, warte mal, August. Oh. Da müssen wir noch länger warten, leider. Und die Hafer ist im Dezember. Ja, mal gucken. Schauen wir mal, könnte ja was werden. Wenn wir ganz doll viel Glück haben, so ja direkt bei uns an der Haustür, dann brauchen wir damit noch nicht mehr so weit fahren. Wo wir gleich mal reinschauen, wäre, wie sieht es denn aus mit dem LKW? Na, das wäre nämlich sehr interessant, dass wir nämlich an diesen Dakota-Trailer, den wir haben, einen LKW rankriegen. Vielleicht ist ja noch einen zweiten Dakota-Trailer, dann haben wir nämlich einen schönen Roadtrain. Na, wobei, ich habe eigentlich andere Pläne, aber zum Anfang, gerade zum Verkaufen, wäre das schon sehr, sehr schön, dass wir da ordentlich schnell viel mit immer wegbekommen. Und wir machen erstmal den Dröscher leer, dann ist der Hänger voll und dann können wir hier die nächste Strohpressbahn fahren und das wird einfach der Hammer. So. Wir haben immer noch nichts Tolles im Angebot, dann schauen wir mal bei den LKWs rein. Und zwar wird es wahrscheinlich was Amerikanisches werden, das ist ja schon mal klar. Alle originalen Fahrzeuge sind viel zu teuer. Haben wir hier modtechnisch irgendwas, was irgendwie schön aussieht. Also 30.000 ist schon mal annehmbar. Der Kollege hier hat nämlich, glaube ich, leider, nee, AR-Frame. Der hat keine Sattelplatte, ne? Ja, wir könnten mit denen aber schon die Getreide abfahren. Wäre auch ganz cool. Nee, das wird hier in der Stadt leider keine Sattelplatte. Und dann wird es dünn. Preistechnisch. W50 brauchen wir da nicht ranhängen. 22, oh, 22 ist sehr, sehr verlockend. Und der LKW ist an sich auch gar nicht so schlecht. Glaube ich. Ich habe ihn schon lange nicht mehr ausprobiert. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Der ist teuer. Und die haben alle so viele Konfiguriermöglichkeiten. Und dann wird es halt immer sehr schnell teuer. Oh. Also mit 14.000 bin ich ja voll dabei. Den finde ich auch sehr scharf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist schon eine coole Karre auf jeden Fall. Was ist mit ihm hier? Kollege Peterbilt. Wie gesagt, muss ja kein großer sein. Wenn der so klein ist, ist ja auch lustig eigentlich. Dann könnten wir den nämlich an den Feldrand stellen. Dann brauchen wir dafür aber noch einen Überladewagen. Na, weil damit brauchen wir nicht auf dem Getreidefeld rumeiern. Das ist Quatsch. Stehen wir dem Dröscher im Weg, wollte ich gerade sagen. Genau.
bevor wir uns hier im Shop wieder verlieren in Details, wenn wir mal lieber an die Arbeit gehen. So. Das Wetter ist auch einigermaßen gut und ist kein Regen voraus. Sie sagt, bewölkt ist okay, Sonne ist besser, Regen richtig schlecht. Ich hoffe nur, wenn wir die Sojabohnen ernten, dass das Wetter dann immer noch gut ist, weil, ne? Schlechtes Wetter ist halt schlechtes Wetter. So, wir hauen. Ah, der Drescher ist gleich wieder voll, ne? Wir müssen uns beeilen. So. Siehst du da schon die Meldung? Er ruft nach uns. Wir müssen echt Finger ziehen hier. Betrödeln ist nicht. Zack, wir haben noch keine Zeit. Wenn wir es eben am Lager haben, ist das alles kein Thema. Das Stroh können wir dann immer noch in Ruhe wegpressen. Aber der Drescher muss laufen. Wenn er steht, ist es Käse. Wenn er fährt, verdient er Geld. Da, und schon steht er. Ich möchte ungern durch den Bestand fahren. Komm, wir fahren außen rum. Ja, das können wir uns eigentlich mal angewöhnen. Wobei, wir haben keine Fruchtzerstörung an. Eigentlich ist es egal. Aber nö, komm, wir machen auf ordentlich. So, dann fahren wir hier den Stroh so ein bisschen kaputt. Ich weiß, hier ist ein Feldweg. Normalerweise sollten wir hier fahren und dann erst auf dem Feld einbiegen, aber... Naja. So, wir können die Strohbahn hier schon mal wegpressen. Das machen wir... das war jetzt aber ganz schön close hier. Da hat gedacht, der Typ wieder Feinkontakt. Hat aber geklappt. Gott sei Dank. So. Schwader an, Presse an, in Position und Helferin und Zündung. Können wir nochmal ein bisschen Stroh pressen hier. So. Ach schön. Das wird toll. Ich habe noch keine... Also, warte mal, habe ich schon mal Sojabohnen mit Strohablage? Weiß ich gar nicht. Also jetzt aus dem Kopf, aus dem Gedächtnis, weiß ich es nicht unbedingt, ob wir das schon mal... Ja, keine Ahnung. Weil hier haben wir halt sehr hohen Ertrag an Hirse. Dementsprechend haben wir halt auch viel Stroh. Ob das bei den Sojabohnen genauso ist, werden wir sehen. Auf jeden Fall sind wir hier gut dabei, würde ich sagen. Nö, doch, also mit der Anzahl der Ballen, die hier rauskommt, sind schon ein paar Mark. Oh, und ich hätte doch gerne einen Feldhäcksler, dass wir Mais schön anbauen können und dass wir mit der Göweilpresse, die wir uns auch noch nicht leisten können, mal so richtig loslegen können und dann hauen wir uns mal den Hof schön voll mit Silageballen und naja. Wie es halt immer so ist. Das, was du willst und das, was du hast. Aber alles nach und nach. Wie gesagt, wir könnten ja auch einen Kredit aufnehmen, aber... Ja, den willst du halt auch irgendwann mal zurückzahlen, ne? Ist halt immer schwierig. So, dann nehmen wir hier nochmal eine Position. Aber das könnten wir heute eigentlich schaffen, oder? Weil der Drescher, der braucht jetzt keine Vorwände mehr. Der braucht nicht rumeiern. Der fährt hier seine Bahn auf und ab. Die müssen wir halt immer nur kräftig und zügig zeitnah abbunkern. Dann können wir hier die Schwade immer nachziehen mit dem... Mit der Presse? Das war gerade nicht so schlau. Da ist sehr viel liegen geblieben. Seht ihr den kleinen Streifen da? Komm. Lassen wir mal 5. Wir müssen noch weiter rüber. Das lassen wir am Schwadufer liegen hier. Ein bisschen außer Mitte fahren. Das ist so schön. So. Dann halt. Nein. Nochmal rüber. So. Ja, so. Der Drescher ist eh gleich voll. Von daher können wir hier auch erstmal pausieren. Wir nehmen den dicken Haufen hier noch mit und dann steigen wir mal schnell um. Ah, das ist jetzt nicht so eine schöne Schwatt, was wir hier gerade bauen. Da bleibt sehr viel liegen, aber ist egal. So. Für die Natur lassen wir was da. Na, dann kann sich der Vogel vom Nachbarn auch mal ein Nest bauen. Dann kann er die Veranda wieder schön vollscheißen. So. Ahornblätter können wir auch noch sammeln. Das gibt auch noch mal ein paar Mark. Oh,
Und voll geil, der nächste Anhänger. Na, das sind halt einfach mal wieder 18.000 Euro. Ja, mitnehmen oder nicht mitnehmen. Ich habe mir überlegt, wir haben ja jetzt quasi einen Monat Pause zwischen dieser Ernte und der Sojabohnenernte da drüben. Warte mal, war das gerade zu laut? Weil der Drescher war gerade unter mir im Mikro drin. Wir haben einen Tag Pause. Wollen wir da Gras mähen, dass wir da ein paar Grasballen haben? Dann können wir nämlich endlich mal so ein paar Kühe an Land holen. Wäre ja an sich auch nicht so verkehrt, dass wir mit den Kühen mal vorwärts kommen, weil wir haben schon den Stall, aber das hat nicht drin. Deswegen habe ich mir überlegt, dass wir zwischen den Erntetagen, weil jeden Monat ist ja ein Tag hier, mal ein bisschen Gras mähen. Dann müssen wir uns entweder Mähtechnik mieten, was bald am meisten Sinn macht. Weil ein Schwader und eine Presse haben wir ja, dann können wir erstmal Grasballen machen. Und dann können wir mit Gras erstmal die Kühe füttern. Stroh haben wir auch zum Einstreuen. Und dann jetzt den schon halbwegs gut, würde ich sagen. Ja, dann haben wir die ersten Grundlagen schon nicht schaffen. Wir haben natürlich noch kein Heu, weil wir keine Heuwände und sowas haben. Das würde ich aber dann auch erst angehen, sobald wir eine eigene Wiese haben, wo wir halt auf Futter gehen. Heißt Gras, Wiese, mähen. Wo wir dann Gras haben, wo wir dann Heu machen können. Weil für Mischration, was wir auch alles noch nicht haben, brauchen wir halt Stroh, Heu, Silage und Mineralfutter. Na? Und, naja, dementsprechend haben wir da noch sehr viel zu tun auf der Agenda, bis dann endlich mal die ersten Kühe da sind, die sich dann auch vermehren und Mist und Gülle und vor allem Milch produzieren. Das ist ja das Hauptaugenmerk. Also wenn die sich vermehren, irgendwann ist der Stall halt voll und dann geht's halt los. Ne? Dann wird halt Milch gepumpt ohne Ende und darauf will ich eigentlich hinaus. Dass wir halt mal endlich an Milch rankommen. Ich habe nämlich die Mod drin, dass automatisch morgens um 6 Uhr Ingame-Zeit die Milch abgeholt wird und zu dem aktuellen Milchpreis dann auch gezahlt wird. Dann brauchen wir die Milch nicht mehr selber verkaufen fahren, sondern das wird abgeholt. Ist ein super Service, du brauchst dich um gar nichts mehr kümmern. Das Ding ist halt, wenn du eine Produktion hast für Molkerei, Käse, was weiß ich, musst du halt die Milch vorher aus dem Tank rausholen und verarbeiten, weil nach 6 Uhr ist sie weg. Ne? Aber das ist jetzt auch kein Thema, sag ich mal. Deswegen. Ach, da hätte ich schon Bock drauf. Weil wir haben keine weiterverarbeitende Produktion wie Molkerei für Käse und was gibt's noch hier? Schokolade, brauchen wir dann halt auch Zucker und so Quark und. Ne? Einfach nur die Milch aus dem Kuhstall verkaufen, fertig. Ich muss sagen, ich habe die Mod installiert, aber noch nie probiert. Deswegen habe ich da so ein starkes Bedürfnis, dass wir das endlich mal schaffen, dass wir hier an Kühe rankommen, die auch produktiv sind. Weil einfach nur Kühe haben und mit Gras füttern, bringt dir ja auch nichts. Du musst halt Kraftfutter drin drücken, sonst ist mit Milch nichts. Die machen halt ein bisschen Mist, aber... Ja, das war dann auch schon. Das sieht schon toll aus hier auf dem Feld, ne? Aber Stroh liegt hier überall. Okay, der Drescher kommt bald zurück. Wir können eigentlich mit dem praktischen wieder zurückkommen hier. Und dann warten wir auf den. Dann ist er nämlich bald... Na doch, der ist bald durch. Guck mal, so viel Schwade oder Arbeitsstreifen sind jetzt hier nicht mehr. Ach ja, weil ich da vorne die Flacker der Bäume wieder sehe. Ich habe ja in der letzten Folge gefragt, ob mir Ena Jans explizit sagen kann oder einen Tipp geben kann. Was heißt denn ein Tipp? Aber... Welchen Wert in den Grafikeinstellungen muss ich denn verändern, damit diese Flacker der Bäume aufhört? Das wäre für mich schon sehr, sehr wichtig. Weil das geht mir manchmal hochgradig auf den Zündwinkel und das fetzt halt nicht und ich möchte das nicht. Ja. Ich habe in der letzten Folge gesagt, mich stört es eigentlich nicht. Irgendwann bin ich an dem Punkt, womit auch Latex ist. Aber, ja, jedes Mal, wenn es dann halt neu auftaucht, meistens im Monat August, dann geht es halt los und dann denke ich mir, ach, warum? Alles ist schön. Der deflackert nicht. Ja, also wie gesagt, wenn einer genau weiß, was ich da in den Einstellungen ändern darf,
damit es verschwindet, die Flacker. Also diese grün-orange, wenn der Herbst der Meinung ist, er muss jetzt mit die Wald kommen, ne? Wäre schon schön. Ach, guck mal, der Korntag ist schon wieder voll. Das ist der Hammer. Also die Hirse, die haut rein. Eine sehr, sehr gute Idee. Ne? Deswegen möchte ich eigentlich auch auf Hirse und auf Mais gehen in der Map hier vorzugsweise. Ab und zu mal eine andere Frucht, ist ja klar. Getreide, große Weizenfelder sind auch mega in Amerika. Ihr habt ja Riesenkornkammern. Also da hast ja, boah, da kannst du ja nicht so weit gucken. Da ist dann irgendwann so der Horizont zu Ende, aber das fällt ja noch nicht auf. Da steht halt Getreide ohne Ende. Soweit gibt es bei uns ja nicht so eine großen Flächen. Also wir haben hier schon echt große Felder, aber das ist da, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Maßstab. Aber ist geil, weil es gibt doch so auf YouTube richtig viele Videos, wenn die da halt anfangen mit Dröschen, wir sind nicht mit 10 Mähdröschern, und dann fahren die damit mit 8 Überladewagen ab und dann stehen die LKWs am Straßenrand und dann wird da tonnenweise Getreide gedroschen. Aber irgendwie fetzt das. Ich gucke mir sowas auch gerne mal an nebenbei. Und vor allem kommen jedes Jahr zur Ernte krasse neue Videos. Schon sehr cool. Ja. Was ich natürlich auch sehr, sehr gerne hier noch hätte, wäre irgendeine Nebenbei-Produktion, die richtig Geld raushaut. Weil Solarzellen, ja, aber Anschaffung sehr, sehr teuer. Ist wie in echt, also die rechnen sich nach 10, 15, 20 Jahren und dann, naja, hast du eigentlich unterm Strich erstmal nichts von außer Ausgaben. Wenn ich mir jetzt, was weiß ich hier, wenn die ein Apfel und ein Ei kosten würden, dann würde ich mir halt voll pflastern, das wäre cool. Oder so ein großes Windrad, das macht halt richtig Kohle. Wir können noch mal kurz schauen. Hier Produktion, Generatoren. Na, wenn hier so ein Windrad, guck mal, das macht pro Monat, was bei uns am Tag ist, 67.000. Das ist schon ordentlich. Das kostet 155, macht 13.000. Da kannst du auch deine Nebenkosten schon mal mitdecken. Kostet 11.000, macht 1.000 am Tag. Naja, gut, da hast du noch nicht mehr deine Kreditzinsen mit getilgt. Und das Ding macht fast 9.000 am Tag. Das ist schon geil. Kostet aber auch ein 100er, ne? Das musst du erstmal haben. Ah, schwierig. So ein Funkmast, der macht 500. Das Ding finde ich halt einfach mal ja nicht schön. Ist auch für 50.000 hochgradig teuer. Ne? Dafür, dass das Ding selber gebaut ist, aus alten Brettern. Ja. Finde ich das hier für 50.000 schon bald angenehmer. So eine Mühle. Die wollten wir das nicht sowieso hier vorne hinbauen irgendwie? Ach, keine Ahnung. Der Dröscher ist fast voll. Wir müssen los. Der hier nur rumgequatscht hier. Keine Zeit. Ja, also da habe ich noch nicht den passenden Nebenproduktapparat gefunden, den wir uns hier irgendwo hinstellen können, der halt richtig Kohle bringt. Wir könnten Bäume fällen, wir könnten aber auch Feldmissionen machen, die meiner Meinung nach echt schlecht bezahlt sind. Weil wenn du die Zeit hochrechnest, was du da verbrauchst, für das, was du da bekommst. Nee. Deswegen, ja, wie sieht noch nicht so genau. So ein Windrad kostet halt richtig Asche, bringt dir aber auch richtig Geld. Aber das Geld dafür, für die Anschaffung, musst du halt erstmal haben. Du kannst mit einem Kredit vorfinanzieren, dann fängst du an, oha, welche fast wieder reingekachelt. Dann fängst du an, deinen Kredit zu refinanzieren, aber. Mal sehen. Irgendwie kommen wir schon an Geld. Ich will auch gar nicht meckern, weil eigentlich, ne? Das läuft ja eigentlich alles voll nach Plan hier. Vor allem die Hirseernte, das. Was haben wir denn im Silo schon? 130.000 Liter sind das schon? Alter Schwede. Puh, das ist ordentlich. So, wir fahren mal hier rüber, in der weisen Voraussicht, dass er hier vorne wieder anhalten wird. Ja, so ungefähr. Wir bleiben mal hier stehen. Da können wir nämlich schon den nächsten Streifen Ballen pressen hier. Was halt auch jetzt eigentlich ein schöner Nebenverdienst ist.
Jetzt habe ich auch die Mod drin, dass wir Stroh aus Feldmissionen bekommen. Wenn wir theoretisch hingehen und sagen, komm, ich drösch dir dein Feld ab, du gibst mir dafür Geld. Und wir die Strohablage aktivieren. Dann können wir das komplette Stroh vom Feld runterfummeln und in unsere eigene Tasche stecken, wenn wir es verkaufen. Wäre eigentlich auch eine geile Sache. Weil das ist ein schönes Zubrot, was in der Preisstatistik nicht so auftaucht, wenn wir jetzt uns die Feldmissionsverträge mal anschauen. Aber du musst halt pressen, ne, und abfahren und bla und... Ja, mal sehen. Aber ich denke mal, das, was wir hier machen, auf den drei Feldern, wenn wir die dann ausgebaut und fertig haben, ist dann schon ordentlich Fläche, ne? Weil guck mal, das hier würde ich gerne noch viereckig machen, dann müssen wir die drei noch dazu holen, das würde ich noch dazu kaufen, dann brauchen wir die Viere, dass wir das hier auch schön viereckig kriegen und dann haben wir schon ordentlich Feldfläche. Wenn wir denn hingehen und einen größeren Dröscher haben mit mehr Arbeitsbreite, dann sieht die Welt wieder anders aus, aber momentan mit der Technik, die wir haben, sind wir, glaube ich, schon sehr gut aufgestellt mit den Ackerflächen. Ja? Und da wir keine großen Viecher und irgendwas zum Versorgen haben, können wir, wenn gerade mal nichts zu tun ist, auch einfach stumpf vorspulen, was die ganze Geschichte auch stark beschleunigt. Also ist manchmal sehr angenehm, wenn man nicht Schweine, Kühe, Schafe, Pferde und alle Hühner und sowas hat, sondern einfach mal vorspulen kann, ohne sich einen Kopf zu machen, dass irgendwelche Viecher kein Wasser haben, kein Futter haben, ne, dass da irgendwelche Trigger voll sind und bla und... Was weiß ich hier, Biogasanlage, wobei, warte mal, Biogasanlage, das könnte man hier nochmal machen, haben wir nämlich lange nicht gemacht. Und da komme ich jetzt wieder auf doofe Ideen. Ach. Warte mal, in der Zeit, wo er hier das Zeug drin feuert, können wir ja mal ganz kurz gucken. Ja, nur mal ganz kurz. Produktionen. Oh, war das bei Fabriken? Biogasanlagen? Ja. Ah, 134.000 ist schon eine Nummer. Haben wir doch andere, die günstiger sind? Saatgut und Dünger. Ich wollte die auch mal ausprobieren. Aber guck mal, was du da als Rind feuern musst. Getreide, Mist, Wasser, Flüssigdünger und Gülle. Und dann kommt da Saatgut und Getreide und Dünger raus. Und dann kannst du dir mal bald kaufen. Der Aufwand ist so plus minus Fensterkreuz, ne? Modulare BGA, 70.000. Ist hier noch eher eine Dröscherarbeitsbreite? Ne, ist mehr, oder? Ein Garten wäre geil. Aber der kostet 110.000, dann ist er nicht geil. Ein Fermenter wäre schön, bräuchte man sowieso. Der kostet 15.000, das ist ja krass. Da weiß ich gerade die Füllvolumenangabe nicht genau, aber... Ja, BGA wäre schon nicht schlecht. Habe ich da... Warte, die löscht schon? Nee. Ach, jetzt schauen wir mal bei Gelegenheit. So, ich fahre jetzt doch durch den Bestand, ja? Entschuldigung. Aber wir müssen uns beeilen. Die Ernte ist bald durch, dann können wir noch in Ruhe zu Ende pressen und dann, glaube ich, geht's in den Grasschnitt. Und was ich da nehme, weiß ich auch noch nicht so genau. Irgendwas, was schwadelig, das wäre schon schön. Und was in der Miete nicht so teuer ist. So. Aber Hirse ohne Ende, Leute, ist schon ein bisschen geil. So, mit dem Verkaufen wird ja nochmal interessant. Wie gesagt, wenn wir wirklich den besten Verkaufspreis hier bei uns am Hof hinter der Scheune da haben, an dem alles Verkaufcontainer-Ding da, dann haben wir sehr kurze Fahrwege, dann können wir schnell viel Geld machen. Na klar, und er lässt genau eh einen kleinen Streifen stehen. Na, was denn? Sehr, sehr schön. Dann ist ja das nächste Ding, ich möchte ja auch sehr, sehr, sehr viel große Gerätschaften noch anschaffen. Riesengroße Seemaschinen und mehr Traktoren und bla und dies, das. Und einen großen LKW mit anderen Trailer. Und also wir werden hier noch sehr, sehr viel zu tun haben. Was aber schön ist. Habe ich schon ganz oft überlegt, Mensch, eigentlich könntest du doch mal
so ein Spielstand starten als Projekt, wo du schon die ganzen großen Fahrzeuge hast. Dann, fast im selben Moment, denke ich mir aber, ja, wo ist denn dann der Anreiz? Was sind denn dann die Ziele? Wo willst du noch hin? Auf was möchtest du denn hinausarbeiten? Wisst ihr, was ich meine? Also, das, was wir gerade alles so erwähnt haben, oder was ich erwähnt habe, die größeren Fahrzeuge, die großen Felder und bla und dies, das, Ananas, das ist halt der Sinn und Zweck von dem hier so, ne? Also, ich denke mal, der eine oder andere, der freut sich, wenn er dicke, fette Geräte hat und die einfach mal voll durchernten kann und so. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich selber, ich mag den Weg dahin, zu den Zielen, die man sich setzt zum Anfang, was man so haben möchte. Aber bis du dann endlich mal da bist, ne, musst halt viel für tun. Und da liegt bei mir ganz oft so der Punkt, wo der Spaß halt Gott sei Dank nicht dran verloren geht. Ne, das ist halt so, wie soll ich sagen, der Grund, warum ich spiele. Also den LS, auch wenn ich mal Privatspielstände habe oder so. Dann probierst du mal dit und dit aus, da kommt mal wieder eine neue Mod, die echt geil ist, wo du dann wieder neue Funktionen hast und wo andere Sachen dann angenehmer mit werden und das hört halt Gott sei Dank nie auf. So, warte mal, wir müssen in den Mähdrescher rein. Der macht hier nämlich so Sachen. Oh, das ist ja voll geil. Warte mal, dann packen wir das Schwatt hier schön in der Mitte. Dann fahren wir auch nicht so über das Stroh, dann bleibt das Schneidwerk relativ gut weit unten und dann ist das gut. Dann haben wir die Hürse auch in Sack und Tüten. Das ist ja geil. Schön. Und ich glaube, das war eine gute Idee, dass wir Glastraktoren genommen haben. So, vorletzte Bahn. Wenn wir hier durch sind, dann müssen wir gucken, was der Dröscher sagt. Wenn er fertig ist, dann schicken wir den nochmal zurück. Und dann haben wir's. Dann gucken wir doch mal, wie viel Strohballen denn aus den beiden Feldern zusammengekommen sind. Also das Haferfeld da hinten und das Hirsefeld hier vorne. Wobei ich muss sagen, das wäre hier so ein Feld, wo zwei von den Dröschern schon bald angebracht werden. Vom Zeitfaktor her. Also, wir haben jetzt nicht dumm rumgestanden und gewartet, bis was passiert, sondern wir hatten eigentlich ständig irgendwie eine Aufgabe. Aber hätten wir jetzt die Strohablage nicht, dann könnte man mit einem mit so einem Überladewagen immer sehr, sehr schön die Dröscher abfahren. Ein LKW an der Seite, in den LKW rein und immer permanent Getreide holen, überladen, holen, überladen. Das wäre schon cool. So. Können wir eigentlich direkt in den Hofsilo fahren? Ah, warte mal. Vielleicht doch nicht. Wir haben jetzt den Kuhstall dahin gebaut. Ich denke mal, jetzt können wir da nicht einfach so überladen. Das wird jetzt nicht mehr gehen. So, habe fertig. Mach mal Strohablage aus. Dann fahren wir aus dem Weg. Dann kann nämlich die Ballenpresse schon mal durchziehen. Nee, da kommen wir nicht mehr hin. Dann holen wir mal den Anhänger her und laden den da noch mit ein. So. Na siehst du. Also ich bin mit der Hirseernte sehr, sehr zufrieden. War wirklich mehr, als ich dachte vom Ertrag her. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Weil so oft haben wir noch keine Hirse gemacht, ne? Ist okay, kann ich mitleben. Könnte öfter so sein. Strohablage jetzt nicht unbedingt, aber der Ertrag an sich, wenn der Verkaufspreis dann nachher stimmt, dann ist das schon eine schöne Angelegenheit. Gib mir alles voll machen. Selbst wenn wir das Schneidwerk abgebaut hätten, ne? Dann hätten wir hier mit dem Dröscher und den langen Arm, der dann hier zur Seite rausfährt, nicht richtig reingepasst. Deswegen machen wir das so und dann ist es gut. Oh, da kommt doch nochmal ordentlich was zusammen. Sehr schön. Nochmal 14.000 sind 14.000 Euro, wenn der Preis ungefähr beim 1.000er pro Tonne bleibt. Zack. Raus damit. Dann bauen wir den Dröschkasten zusammen. Der hat nämlich seine... Ach, wobei, warte mal.
eigentlich kann er da hier bleiben, weil wir haben ja eh bald da die Hirse, die Sojaernte. Wir machen den zu, wir brauchen den auch noch nicht tanken, so richtig doll dreckig ist er auch nicht. Dann parken wir den auf der Wiese, die uns nicht hier hört. Und dann lassen wir den da stehen, bis es weitergeht. Ah doch, das gefällt mir. Ja, schön, die Nachbarn erstmal den Drescher auf der Wiese parkt. So. Schneidwerk runter. Und aussehen, Klaus. Naja, ein bisschen schmutzelig ist er. Ist nicht schlimm. Und dann machen wir noch die letzte Reihe hier mit den Strohballen. Sehr, sehr schön. Ich hätte fast gedacht, dass die Ernte länger dauert. Also das sind jetzt... Na okay, komm, die Bienenvideos, die sind jetzt knapp eine halbe Stunde. Also das Video davor und das hier. Naja, eine Stunde für so ein Feld hier mit Dröschen und mit... Ach, du Schande. Oh, oh. Gut, Plan zurück. Wir müssen hier irgendwie zweimal lang fahren. Das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das dachte. Oh, oh. Gott sei Dank sind die Bäume noch nicht ausgewachsen. Gut, dann fangen wir jetzt doch an, Stroh einzufummeln hier. Ha. Naja, dann machen wir das schön. Dann fahren wir immer hier lang. Dann kommen wir nochmal zurück, andere Seite. Dann ist der Schwader wohl noch nicht breit genug. Jetzt ist die Frage, warte mal, haben wir schon den breitesten Schwader davon? Hier steht 16 Meter. Gibt es den noch breiter? Schwader. Ein 20er gibt es noch, ne? 20 Meter, ja, der wäre nochmal eine Nummer dicker. Boah, da kostet der Ausbau aber auch richtig Asche. Warte mal, wie viel Leistung braucht der dann? 350 PS? So viel hat unser Schlepper ja nicht, oder? Nö. Gut, dann lassen wir es so. Na, siehste. Wie gesagt, wenn ihr wisst, was ich in den Einstellungen zu ändern habe, konkret welchen Wert, dass die Bäume nicht mehr flackern, da wäre ich echt froh drüber. Und ich merke gerade, meine Stimme haut ab. Das ist ja wieder ein Timing. Geil. Was ich aber gemerkt habe, das ist nicht unbedingt von Vorteil, wenn du hier... Wenn du ständig quatschen musst und du trinkst Kaffee, weil irgendwie habe ich das Gefühl, Kaffee reizt manchmal so... den Hals, die Stimmbänder, keine Ahnung, die Schleimhäute oder was weiß ich. Ich denke mal einfach, Wasser trinken wäre da vom Vorteil. Im Vergleich zum Kaffee. Aber Kaffee schmeckt halt geiler. Machst halt nichts. So, das ist der Hauptgrund. Ah, da vorne hat er nochmal aufgehört, ne? Jetzt haben wir den Helfer drin. Und dann... Ich glaube nicht, dass der durchzieht. Komm, wir beobachten mal, was er macht. Apropos Kaffee, Prost. Schluck war doch drin. Manchmal bin ich auch überrascht, dass es so klappt. So, wir gucken mal. Entweder hört er auf. Ja, er hört auf, alles klar. Ich war halt schon fast der Hoffnung, dass er alles hochhebt, was er hat, ein Stück vorfährt und weitermacht. Aber Pustekuchen. Naja, ist nicht schlimm. Ist die letzte Bahn, ist er hier so wild. Aber guck mal hier mit dem Grünzeug. Na doch, der Hof, der fällt mir dann. Und guck mal, wie schön die Bäume da im Hintergrund flackern. Ist das nicht herrlich? Ja, es ist nicht herrlich. Und ich nehme jedes Mal vor, dass wir, wenn wir Zeit haben, mal so ein bisschen durch die Häuser streifen. Bei den Nachbarn die Mülltonnen durchwühlen und gucken, ob wir irgendwo noch ein paar Ahornblätter finden. Aber dann merke ich jedes Mal wieder, wir haben die Zeit ja nicht. So, was macht er jetzt? Okay, er hört wieder auf, ne? Dann hat er ein bisschen Angst. Ist ja nicht so schlimm. Komm. Wir helfen dir bei deiner Beendigung der Tätigkeit. So, geh nochmal lang. Und den nehmen wir auch noch mit. Und dann hast du das geschafft, mein Freund. Rausspucken. Noch zwei Stück. Sehr schön. Hoch.
zumachen. Hoch. Wobei, warte mal. Die Sojabohnen, die pressen wir auch, ne? Da haben wir... Oh, das war knapp. Da hauen wir auch das Stroh raus und das wird auch gepresst, hätte ich gesagt. Dann stellen wir den zum Dröscher auf der Wiese. Und dann kann der erstmal einen Tag schlafen, quasi. Pause machen. Oh ja. Oh, da werden aber viele Ballen, denn wenn das fällt hier auch noch. Eieiei, holla die Waldfee. So. Komm, wir gucken mal, wie viele Ballen wir jetzt gepresst haben. Von den beiden Feldern hier. Also das hier und das hier. Das dürften noch ein paar sein. 106 Stück. Guck mal, 101 Baum haben wir gepflanzt. Ne, die Baumreihen. Cool, dann wisst ihr ungefähr, wie lange so eine Aufnahme geht, wenn ich mir hier hinsetze. Das ist jetzt das vierte Video. Also ich nehme immer so im Schnitt so 4 Videos am Stück auf. Ne? 1, 2, 3, 4. Und die Woche darauf dann auch wieder 1, 2, 3, 4. Und dann passt das immer so ungefähr. Ne? Dann mache ich einen Tag Ditte, einen anderen Tag Ditte. Zum Beispiel heute 4 Videos Gnadental. Morgen werde ich dann 4 Videos Kleines Land machen. Gestern habe ich 4 Videos Anno gemacht. Und eine Mod-Vorstellung noch zwischendurch und so. So wie es gerade kommt oder mal was anderes. Ne? So. Okay, Freunde. Das war's für heute. Wir haben die Hirse erfolgreich verdroschen. Und übergeblieben ist schön in Ballen gepresst. Und das steht dann als nächstes auf dem Plan, wenn es denn reif ist. Zwischendurch würde ich wirklich mal hingehen und das Gras klein mähen. Ich habe noch keine Ahnung, mit was für die Gerätschaften. Wir können mal kurz schauen. Mähtechnik. Wir hatten auf der Elm Creek, hatten wir das hier gehabt, ne? Das hatte nämlich eine Schwattablage. Konnte man umschalten, glaube ich. War das gewesen? Oder war das hier... Ne, das war das hier. Dit. Keine Fehler machen. Oder war das doch das? Kann das Schwattablage? Ja, das kann Schwattablage. Okay. Ah, das ist aber teuer. Was kostet denn eine Miete? 8000. Oh. Kann das auch Schwattablage? Ja. Ist günstiger. 10 Meter und 20. Naja, 12 Meter. Das ist halt schon, ne? Aber ich glaube, dann wird es eher das hier werden. Für 3000. Plus das hier nochmal für 1000. Naja, irgendwie sowas, ne? Okay. So, ich will euch jetzt nicht weiter auf den Sack gehen. Das werden wir beim nächsten Mal sehen, was wir denn hier machen. Grastechnisch. Auf jeden Fall müssen wir irgendwie mal zusehen, dass wir an Kuhfutter kommen, dass wir endlich mal an Kühe kommen. Ja, so ist jedenfalls der langfristige Plan. Freunde, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr noch wisst, was ich einstellen, umstellen muss, dass das Baumgeflacker aufhört, dann in die Kommentare. Und bis dahin. Macht keinen Quatsch. Renni hauen.